willkommen zur ersten Ausgabe unseres Osbach Sportclubs im neuen Jahr 2019. Schön, dass Sie eingeschaltet haben und wir starten direkt mit den Rostock Seawolves. Bei der letzten Begegnung vor Weihnachten zeigten die Wölfe bei den Niners Chemnitz eine überragende Leistung. Mit 88:68 konnten die Rostocker den Tabellenführer bezwingen. Das neue Jahr wollen die Seawolves genau so beginnen, wie sie das alte beendet haben. Ob ihnen das gelingt, sehen wir jetzt. Zu Gast in der Wolfshöhle ist heute der Tabellensiebte, die VfL Kirchheim Knights. Der Beutezug der Wölfe startet holprig. Kirchheim reißt das Spiel an sich und geht zweistellig in Führung. 13:23, der Spielstand nach den ersten 10 Minuten. Im zweiten Viertel agieren die Wölfe deutlich bissiger. Oliver Clay verkürzt auf 29:31. Toni Hicks legt mit zwei weiteren Treffern nach und bringt die Seawolves erstmalig in Führung. Es steht 34:31. Die Kirchheim Knights kommen bis zur Halbzeitpause, dann aber wieder bis auf einen Zähler heran. Die erste Halbzeit ist vorbei. Es steht 36:35 an meiner Seite nun Dennis Teucher. Die Wölfe führen nur knapp. Die haben sich am Anfang wieder schwer getan, ins Spiel zu finden, oder? Woran hat es gelegen aus deiner Sicht? Am Anfang haben wir uns echt sehr schwer getan. Kirchheim hat ganz viele Offensive über uns geholt und hatte somit zweite, dritte Chancen. Und das haben wir im zweiten Viertel deutlich besser unter Kontrolle gehabt und dadurch uns auch einen kleinen Vorsprung ausarbeiten können. Was muss jetzt in der zweiten Hälfte besser laufen, damit es mit dem Sieg klappt? Wie gesagt, wir müssen die Offensiv-Rebounds limitieren von Kirchheim und wir müssen weiter schnell spielen. Weil wenn wir schnell spielen, haben wir gesehen, kommt Kirchheim überhaupt nicht mit und wir kriegen einfache Punkte. Du musst ja pausieren aufgrund einer Knieverletzung. Wie lange bist du denn noch gezwungen, vom Spielfeldrand aus zuzusehen? Ganz genau kann ich das noch nicht sagen. Ich bin gerade dabei, mich zurückzuarbeiten. Fange immer wieder leicht mit dem Training an und gucke mal, wie die Schmerzen sind. Ich hoffe, dass ich so in ein, zwei Wochen wieder spielbereit bin. Dann gute Besserung weiterhin, danke. Und jetzt geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Den knappen Vorsprung kann Rostock nicht ausbauen. Beide Teams zeigen eine starke kämpferische Leistung, vor allem in der Defense. Der dritte Durchgang wird mit 47:47 beendet. Ins Schlussviertel starten die Wölfe mit einem 11:0 Lauf. Die Konzentration der Rostocker lässt dann aber nach. Kirchheim kämpft sich zurück. Knapp 12 Sekunden vor Schluss steht es 65:65. Der letzte Angriff der Seawolves. Ohne Erfolg. Es geht in die Verlängerung. Knapp 18 Sekunden vor Schluss steht es wieder unentschieden und erneut scheitert die letzte Offensivaktion der Wölfe. Die Verlängerung geht in die zweite Runde. Yannick Anzuluni bringt die Seawolves mit 81:76 in Führung. Die Gäste legen mit einem Distanzwurf nach, doch Toni Hicks weiß zu antworten und sichert den Wölfen dann endlich den Sieg. Nach doppelter Verlängerung gewinnen die Rostock Seawolves mit 85:82 gegen die VfL Kirchheim Knights. Der Hauptgrund für den Sieg heute war unsere starke kämpferische Teamleistung am Ende. Kirchheim hat es uns nicht leicht gemacht, aber wir haben einfach alles gegeben. Ich bin sehr glücklich über den Sieg. Ein guter Start ins neue Jahr. So kann es weitergehen. Für mich war der entscheidende Punkt, als wir in der regulären Spielzeit mit 11 Zählern geführt haben. Danach haben wir versucht, mit wilden Alley-Hoop-Pässen das Spiel zu machen und Kirchheim hat dadurch wieder ins Spiel gefunden. In der ersten Verlängerung hätten wir das Spiel entscheiden müssen, aber unsere Trefferquote war einfach nicht gut genug, vor allem bei den Freiwürfen. Am kommenden Freitag treten die Seawolves auswärts in Tübingen an. Das eigene Revier verteidigen die Wölfe wieder am 19. Januar um 19.30 Uhr. Der Gegner ist dann der FC Schalke 04 Basketball.
Ob die Volleyballer vom SV Warnemünde genauso erfolgreich in das neue Jahr starten, sehen Sie in der nächsten Woche wie gewohnt am kommenden Montag und Dienstag in einer neuen Ausgabe unseres Oswald Sportclubs hier auf TV Rostock. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.